Hi Leute, ich bin's hier, euer Topsnamer 12 und heute mit einem Gewinnspiel. Und zwar zeige ich euch erstmal, was ihr gewinnen könnt. Die Spiele packe ich mal kurz beiseite. Und zwar könnt ihr gewinnen von den Slam Tags, Yuso Brothers, Diesel, Edge, John Cena, Kofi Kingston, Randy Orton, WrestleMania, Fire Extinguisher und TLC Match. Dann von den anderen die XL, Simali, Yorga, Contrao, Maschina, Maikon und Anelka. Von den Match Attacks, Lahm, Weiss, Kaisen Blacke, Fafan und Naldo. Und eine unterschiedliche Karte von mir. Sieht man hoffentlich ein bisschen. Ja, das könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? Natürlich müsst ihr abonnieren. Favorisieren braucht ihr nicht. Das ist blöd. Das mache ich nie bei Gewinnspielen. Dann müsst ihr Daumen hoch. Auf jeden Fall Daumen hoch. Und in die Kommentare müsst ihr schreiben, das Lieblingsspiel, was ich auf der PlayStation habe. Ich zeige euch jetzt meine ganzen PlayStation-Spiele. Die PSP. FIFA 9. SpongeBob eiskalt erwischt. Buzz Master Quiz, FIFA Street 2, Poker 2, Gran Turismo, Ridge Racer, PES 12, Formel 106, FIFA 11, SmackDown vs. Raw 2011, SmackDown vs. Raw 2009, SmackDown vs. Raw 2010 und FIFA 10. Dann der letzte Stapel. Grand Theft Auto, Vice City Stories, PES 10, SpongeBob, der gelbe Recher, FIFA 12, Need for Speed Undercover, Darts Championship, F1 2009, FIFA WM Südafrika 2010 und PES 2009. Also, schreibt in die Kommentare, ein Spiel habe ich jetzt nicht mit bei. Da habe ich aber die Beschreibung hier. Okay. Hier. Und zwar hier von GTA Liberty City Story. Hier steht Liberty City erneut zum schlimmsten Staat. Zur schlimmsten Stadt Amerikas gewählt. Was ist das? Liberty City. Ja, also. Abonnieren. Daumen hoch. Schon, was das Lieblingsspiel hiervon sein könnte. Wenn ihr nicht mehr alle Spiele wisst, schreibt mich nochmal an. Gewinnspielauflösung wird, wenn ich es reingestellt habe, den Tag darauf um 19. Moment. Ich überlege gerade. Die Gewinnspielauflösung, wenn ich es heute noch reinstelle, wird... ja. Wird dann morgen Abend 19 Uhr. Okay, dann sage ich erstmal ciao und ja, bis zum nächsten Mal.